um es vorwegzunehmen. Die Idee der Barleber Pferdesportler, zum ersten Mal einen Adventsmarkt zu veranstalten, war Gold wert. Denn genau das war es, was sich die Barleber Besucher in ihrer Mehrheit gewünscht hatten. In regelmäßigen Abständen veranstaltet die SG Motor Barleben ein Kinderreiten. Für 3 Euro direkter Kontakt mit dem Sportkamerad Pferd. Geduldig gehen die erfahrenen Pferdeführer und Pferdeführerinnen ihre Runden und die Kinderaugen leuchten. Das ist ein bewährtes und auch erfolgreiches Konzept, das am Wochenende um den Adventsmarkt erweitert wurde. Eine Vielzahl der Barleber Vereine beteiligte sich an dem Versuch, den ersten Advent in diesem Jahr schon im November zu einem familienfreundlichen Event zu machen, und das hat großartig funktioniert. Hinter der Art und Weise des Adventmarktes auf der Springreitanlage im Barleber Anger steht als traditionsreiches Konzept: Barleber tun etwas für Barleber. Und dabei wird mit gesundem Augenmaß Aufwand und zu erreichender Gewinn in das richtige Verhältnis gesetzt. Ein Glühwein oder eine Bratwurst für 2,50 Euro, Grünkohl mit Kassler 5 Euro, das sind Preise aus den vergangenen Jahren. Bestimmt haben alle Anbieter auch etwas für die Vereinskasse verdient. Das ist auch richtig und Ziel des Aufwandes. Aber so wie hier wird eben keine Gewinnmaximierung angestrebt. Und das ist es, was den Charme dieser Veranstaltung ausgemacht hat. Schlussattraktion war der Besuch des Weihnachtsmanns gemeinsam mit seinem Engel, und der Reitverein hatte viele kleine Geschenkpakete vorbereitet, die sicher alle einen dankbaren Abnehmer gefunden haben. Und im Gedränge um den Gesellen mit dem weißen Bart im roten Mantel wünschen wir allen eine friedliche Adventszeit bis zum Heiligen Abend.